So, ich habe mir jetzt mein Essen mitgenommen. Damit ich nicht so lange warten muss und mal hier ein bisschen vorankommen. Und, ja. So, der Typ hier soll ja nach Hatra. Und da soll er jetzt ausgerüstet werden. Na. Dann können wir mal hier. Die verängstigen Pferde. Können wir hier mal auch noch. Noch solche bauen. Und die hier nehmen wir da mal mit. Zusammen mit denen. So. Und der wandert dann auch mal Richtung Norden. So, also. Vorherrschaft haltet 34 Regionen. Wir haben schon 21. Inklusive Konstantinopel habe ich. Alexandria habe ich. Rom und Karthago. Ich bezweifle mal, dass die anderen Seiten es schaffen werden, Rom oder Karthago einzunehmen, weil dann könnte ich mir nämlich einen Krieg mit den Weströmern sparen. So, dann habe ich den. Ich habe Hunnen, Goten, Sarmaten, Sassaniden und die Rebellen als Feinde. Die Goten haben auch nur Feinde. Dann gibt es dann alles noch Sachsen, Kelten. Sind alle noch da. Gut. Die Berber. Kann sein, dass ich auch einen Krieg mit Berber habe. Wenn die es nämlich schaffen, Karthago einzunehmen, muss ich mit den Berbern kämpfen. Aber naja. Bevor wir das machen, vernichten wir erstmal die Sassaniden. Um unsere Vorherrschaft im Osten auch weiter bestehen zu lassen. So, nehmen wir gleich mal ein Bündnis. Okay, wie wäre es denn dann nur mit Karteninformationen? Arschloch. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so mampfe. Aber das muss mein Gott sein. So. Oh, Karteninformation gegen Karteninformation. So, was soll die für Karteninformation? Wieso geben die mir keine Karteninformation? So. Was ist hier los? Erstmal Fortbildung den. Und jetzt, was ist denn hier? Gnomes. 1% noch Bevölkerungswachstum. Der Schmutz verhindert den Bevölkerungswachstum. Aber wie halte ich den Schmutz auf? Naja, ich brauche hier mal eine Kathedrale hin. So, und Sidon. Ist auch Schmutz. Dann kriegen die Aquädukte.
So, dann spare ich mir jetzt erstmal das restliche Geld. Sarmaten und die Römer westliches Reich. Okay, die Sarmaten legen sich jetzt also mit den Römern an. Das gefällt mir. Ah, hinten Ecke ist es also. Na, pass mal auf, dann kommst du mal mit da hinten in die Ecke. Das können wir nicht tun. Marschieren! Weiter geht es nicht. Sehr schön. Na toll. Jetzt ziehe ich mich aber mal zurück. In Sinope ist ein Aufstand. Wieso? Huch. Ich will auch keine Bauern rekrutieren. So, Stadt wächst. Tarsus. Zack. Fortbildung, ihn hier. Der guckt schon so nett. Abgehaltene Spiele in Sidon. Na, du bist auch schon kurz vorm Kollaps. Jetzt ist immer noch der Schmutz. Dann kommen hier Aquädukte hin. Tarsus wird schon gebaut. So, kommt hier eine Kirche hin. So, der verpierst sich jetzt mal da raus. Weiter geht es nicht. General, vorwärts! Wir sitzen fest! Befehle, vorwärts! Wir sitzen fest! Greif den Feind an! Imperator, das können wir nicht tun! Stoßt vor. So, und dann greifen wir den gleich mal an. So, jetzt muss der hier ausgestattet werden. Dann brauchen wir wieder neue Einheiten. Das kann noch ein bisschen dauern. Naja, gut. Erstes Konzil von Konstantinopel. Die christliche Kirche hat in Konstantinopel ein Konzil anlässlich der Niederlage des Arianismus abgehalten, der heretischen Lehren des Arius, eines Mystikers aus dem 3. Jahrhundert. So wurde die Zerstörung all seiner Bücher befohlen und 326 wurde der Arianismus zum Verbrechen erklärt. Doch seine Lehre über das Wesen Christi fand viele Anhänger, darunter die Goten. Heute jedoch ist solch falsches Denken gründlich unterdrückt worden. Mhm.
In Athen haben wir ein Forum. Da muss ein Reichspalast hin. Hier haben wir einen Statthalterpalast. Ich finde erstmal die Steuern scheiße. So. Seide? Nee. Entfernung zur Hauptstadt. Ich komme hier mal Straßen hin. So, hier ist die christliche Kapelle repariert worden. Und in Hatra bilden wir jetzt mal noch ein paar Soldaten aus. So, wer schreibt mich jetzt bei Steam an? Keine Ahnung. So, der steht mir im Weg. So. Machen wir gleich so einen Turm. Die Siedlung wird belagert. Ja. Bereit machen für den Kampf. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Was haben sie nun noch von Anführer? Ja. Lass mich doch hier nicht von Rebellen verarschen. So, dann nächste Runde. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. So, der will mich jetzt angreifen. Das heißt, ich muss eigentlich nur warten, bis er rauskommt. Passiert ja nicht viel. Machen wir es so.
So, jetzt habe ich mein Brötchen aufgegessen. Jetzt geht's richtig ab hier. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Es wird hart gekämpft werden, um die Verteidigung zu überwinden. Okay, die greifen schon mal meine Verstärkung an. What the fuck? What the fuck? Hier flog gerade ein Heli. Also. Oh Gott, ey. Ich ahnt es nicht. Ich höre nur so, wie so ein Heli hier gleich kommt. Und guck dann so raus aus dem Fenster hinter mir. Und sehe, wie da wirklich ein Heli kommt. Aber so knapp über den Dächern auf meiner Hauswand zufliegt. Und dann erst. Oh, hochzieht. Ich dachte, der rast hier rein, ey. Da muss man sich denken, ich habe hier so eine riesige Fensterfront und bin im obersten Geschoss. Ja, und vor mir sehe ich dann nur halt eben, ich bin noch höher als die Häuser vor mir. Und der flog hier so knapp drüber. Ey, das glaubt mir kein Mensch. Schade, in solchen Momenten hat man nie die Kamera an. So, was ist hier los? Warum ist hier Gemetzel und bei mir nicht? Warum ist hier Stau? Ach, die einen wollen rein, die anderen wollen raus. Nice. So, gleich mal alle hoch da. Hoch. Aber alle, Mann. Jo. Natürlich. Brauchen wir nicht. Du Sau. Dich krieg ich, wart ab. Der will einfach meine Truppen angreifen, die ja so schnell eine Mauer hochgehen. Ja, aber nicht mit mir. Attacke! Kuckuck! Wieso hat er so viele? Die Römer metzeln sich gegenseitig ab. Tolle Scheiße. General war ein Narr und ist daher nun tot. Sein Ableben wird seinen Männern den Mut rauben. Na toll.